Apropos pausieren, ich könnte mal was süffeln. Oh, fuck. Wo bin ich jetzt? Hä? Okay. Om nom nom nom. So, lecker war's. Okay. Da kommen die Zombies schon. Ist dieser Industrieteil, genau, und hier ist der bewohnte Teil. Ich will natürlich den bewohnten Teil. Und wenn ich irgendwie eine Sniper finde oder so, dann werde ich mich auf, wo ist es denn hier, dieses Gebäude müsste sein, dieses, werde ich mich dahin zurückziehen und auf andere Spieler warten. Mit diesem Spot, ich verrate ihn jetzt einfach mal, ich habe super Erfahrung. Ja, man liegt im Schatten, man wird kaum gesehen, man hat viele Möglichkeiten zur Deckung. Und wenn andere Spieler in der Nähe sind, die schauen dann nur auf diesen Teil und nehmen mich dort dann gar nicht wahr. Fuck, Zombie. Warum laufe ich auch zum Krankenhaus? Ich brauche doch keinen. Oh lol, hier ist Feuer. Habe ich zu spät gemutet? Scheiße. Tut mir leid. Boah, was liegt denn da? Liegt noch eine AK? Da gehen wir aber gleich mal rein, ne? Wieso spawnen hier drin Waffen? Ich wusste nicht, dass hier drin Waffen spawnen. Sonst würde ich hier viel öfter hingehen. Ein Coyote Pack. Hier war schon jemand. Ah, oh, shit, eine AKM. Ne, normale. Nur ein Magazin. Das ist mir meine AKM lieber. Tun wir mal meinen. Nehmen wir mal die Coke noch mit. Und packen mein Fleisch wieder in den Rucksack. Und eins werden wir gleich mal vertilgen. So. Stanag. Na, nimm mal, das zählt hier auch noch mit. Eine Sherry Cam. Alter, was für geiler Scheiß hier liegt. Oh, Makarov. Oh lol, ich hab doch noch im Backpack Makarov Muni. Ich will jetzt nicht auf die schießen. Aber ich leg mal meine AK ab. In der Hoffnung, sie bleibt da, wo sie ist. Und zeig euch mal den blutenden und brennenden Cherry Can. Nein, jetzt nehme ich den auch noch. Drop. Drop.
Nehmen wir die Hatchet. Die haben vor der Hatchet die Textur geändert. Die sieht jetzt nicht mehr so neu aus. So, er blutet, er blutet, er blutet. Und müsste gleich das Brennen anfangen. Er hält aber ganz schön was aus. Ich kauf mich jetzt nicht für dumm. Ich hab's schon mal gemacht. Alter, das darf doch nicht wahr sein. Ich hab's doch schon mal. Hätte ich's nur gesehen, hätte ich das jetzt nicht behauptet, aber ich hab's ja selber schon gemacht. Ich hab den ja selber schon brennen lassen. Gut, habe ich mich wieder total blamiert. Aber das kennt ihr inzwischen gar nicht anders von mir. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt einen Schuss mit der AKM oder so drauf rotze, dann würde das Ding hochgehen wie eine Bombe. Und ich würde jetzt nur ungern meine Posi hier verraten. Bandage. Ein Päckchen. Boah, Antibiotika, die habe ich noch nie gehabt in dem Spiel hier. Ich denke, die werde ich auch nicht. Wieso nur eine? Da war doch vier drin. Nur eine? So, gehen wir mal hier ein bisschen in Deckung. So. So, da hinten komme ich durch. Da gehe ich lang. Ich gehe erstmal hier in dieses rote Häuschen. Aber ganz vorsichtig. Fruity. Oh shit. Das war aber nicht ich mit dem Feuer hier. Da hinten ist die Feuerwache und da brennt auch eins. Also war hier erst jemand. Boah, ich muss gleich niesen. So. Wieso? Nee. Ich habe das Gefühl, ich sag viel zu oft, wieso. Okay, wenn du ein Ghillie-Suit bist, dann mache ich jetzt Party Hardcore. Nein, okay. Nelly Enfield liegt hier rum. Ja. So. Ich habe eine AKM, aber ich will irgendwie trotzdem zu dieser verdödelten Feuerwache. Oh shit.
Gehen wir in dieses Eckhaus. Oh Leute, ich hab Hunger. Da hinten brennt's auch. Dieser scheiß Zombie kreuzt mir jetzt total den Weg. Dann probieren wir es hinten rum. Ja, ich hab's gewusst. Ich wusste es doch. Nimm mal noch eine Bandage mit. Ich weiß nicht, wie viel ich gerade im Rucksack habe. Oh, eine M1911. Nimm doch die auf jeden Fall. Kann sich jemand anders mit meiner Makarov ärgern? Und schauen wir gleich mal noch hoch. Ja. Noch. Hier liegt noch Nelly Enfi. Also das ist echt die ich glaube, die am meisten gefundene Waffe und noch eine M1911. Muss diesen Zombie beseitigen. Oder nicht? Oh shit. Oh shit. Ich will zur Feuerwache. Die müsste doch da hinten sein, jawohl. Ja, jetzt mache ich jedenfalls. Falls jemand hier sein sollte, alles auf mich aufmerksam. Hier, das ist meine Pose. Na, da laufe ich nicht dran. Kann ich nur hoffen, dass da keiner drin ist, weil alle drei Tore sind zu. Ich glaube, ich gehe hinten lang. Sollte da jemand drin sein. Man rechnet ja immer damit, dass dann jemand von vorne reinkommt. Okay, keiner da. Nichts. Eine Stanag. Was? DMR? Hä? Na, dann sieht die so aus. Die nehmen wir mal mit. Aber wenn ich die M24 finden sollte, da hätte ich jetzt schon vier Magazine dabei. Eine DMR kann man so zu vier M24 machen. Keine Sniper. Ja, okay, das wird ein Zombie gewesen sein. Da läuft er doch. La la la. Okay. Was hat er dabei? Eine Coke. Ja, dann würde ich mal sagen, mit der AKM kann ich ja, zumindest wenn es um Spieler geht, relativ gut zielen. Weil man die auch zeroen kann.
da gehe ich jetzt auf meine Posi und dann hoffe ich, dass bis zur nächsten Aufnahme es mehr Server gibt. Und dann warte ich da auf andere Spieler. Glaubt mir nicht, wie mich meine Nase aufregt. Dieses Gekribbel. Oh Mann. So, hoch mit dir. Scheiße, ich verrate jetzt voll meine Posi halt. Ich habe von hier auch noch, also ich habe hier oben auch noch nie andere Spiele gesehen. Darum ist es so mein Geheimtipp. So, dann gehen wir noch eins weiter höher. Ich hier oben schon für Action erlebt habe. Genau aus solchen Gründen habe ich mich auch entschieden, Let's Plays zu machen. Weil ich hier Sachen erlebt oder Sachen erlebt habe, die sind so hammergeil, die muss man, das ist hier übrigens mein Stockwerk, die muss man für die Nachwelt festhalten. Oder das muss jemand gesehen haben, wie hammergeil das ist. Darum habe ich mich entschieden, mit Let's Plays anzufangen. Um euch einfach zu zeigen, wie hammergeil das ist. Sieht ja eigentlich alles ganz safe aus. Wow, dass der mal ein paar Schritte vorwärts machen muss vorm Hinlegen. Testen wir mal, ob jemand da ist. Hello? Ich kann mir nicht vorstellen, dass von 10 Mann nicht einer in Channel ist. Hallo? Gut. Es ist keiner da. Und ich warte mal, bis ich wieder von größere Server habe, um hier mal aufzuräumen. Auf Wiedersehen, Leute. Wir singen.